10. Adagio. Träumerisch. Den vergessenen Grabhügeln auf unserem Dorffriedhofe. Was für ein friedliches Ende. Ein ruhiger Herzschlag begleitet ein Lied. Zugs Frau war im Alter von nur 27 Jahren an Herzkrankheit gestorben. Inmitten des Stücks kommt ein fröhliches Motiv, zweimal wie ein Vogelgesang. Bringt das Herz zum Pochen, als würde es deuten, das Herz schlägt immer noch für Ottilie Sukowa, auch wenn die Grabhügel schon längst vergessen. Zusammen mit dem fünften Stück zur Genesung meines Sohnes ist das das einzige Stück, wo die Tempobezeichnung Adagio nur Adagio ist. Für wichtige Angelegenheiten nimmt man Zeit. Dynamik ist meistens Piano, Pianissimo oder Piano Pianissimo. Dolcissimo e Sostenuto wird häufig angegeben. Nur bei dem Vogelgesang kommt Stringendo und Animato vor. Inzwischen gibt es ein Motiv in dreifachen Oktaven. Begleitet mit leisen harmonisierenden Akkorden wie Obertöne oder Untertöne vielleicht, als ob wenn die Grabsteine antworten mit ihrer eigenen fremden Sprache. Der Vergleich zu Mussorgskis Katakomben in Bilder einer Ausstellung, da heißt es, mit Toten auf der Sprache der Toten. Der Vergleich kommt hier nahe.